Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Foundation. Mein Name ist Ed, ich begrüße euch ganz herzlich hier in unserem Königreich New Haven. Und wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne, gerne kommentieren und natürlich liken, was das Zeug hält, ist ja logisch. So, wir haben beim letzten Mal unter anderem das Gebiet auch noch mit dazu gekauft. Hier bauen wir unsere ersten Farmen hin. Wir können mal ganz kurz was machen. Mauer. Und zwar will ich hier eine definitive Abtrennung haben. Zu unserem Gebiet. So, okay, ist gut. Das Stück hier, warte mal, wie kann man das denn wegreißen? Okay, warte mal. Bis hierhin. Dass sie da durchgehen können. Wie gesagt, wir grenzen das jetzt hier ein bisschen ab, ne? Industrie und so weiter und so fort. Ja, sammel du mal weiter. Ist okay, wir haben Geld. Hier wird unsere Mine jetzt gebaut. Die ist noch nicht fertig. Unsere einzige Mine bisher. Zwei neue Bewohner. So, hier kommt wenigstens Platz. Wie sieht's denn hier aus? Ah, Werkzeuge. Ah, ja, Werkzeuge, ne? Wie gesagt, Werkzeuge ist unser Knackpunkt momentan. Okay. Abbau. Genau. Bis zum Maximum abbauen, bitte. Dann kann ich die wegnehmen. Und dann können wir hier Felder hinpacken. Na, damit wir dann Brot produzieren. Hier ist okay. Ja, wunderbar. Hier ist das Ding hier ist wahrscheinlich ja fast schon knüppelvoll. Und hier soll dann Eisenerz rein, genau. So, Lager leeren. Und hier soll dann nochmal zusätzlich Eisenerz rein. So, zack, zweimal Eisenerz, Kohle und so weiter und so fort. Wenn das denn hier endlich mal anläuft. So, wir haben zurzeit drei Arbeitslose. Die brauchen wir aber bei den, bei unseren Weizenfarmen. Die wir vielleicht auch noch quer mit ranbauen. Mal von der Seite auch nochmal rankommen. Wir werden wahrscheinlich viel Weizen brauchen. Da bin ich mir schon fast sicher. Holztor. Als Zierelement. Kann ja nicht schaden. So ein Holztor mal, ne? Hier so als Zierelement. Pusht gleich noch so ein bisschen die, die Optik. Außerhalb des Territoriums, okay. So, okay, bauen wir das da auch noch hin. Na, alles für die Optik, damit die sich noch zufriedener fühlen. Jetzt haben wir vier Bewohner. Alter Falter, jetzt wird es aber hart hier langsam. Okay, Bären ist voll, das ist gut. Ein Boot nähert sich dem Dorf, schon wieder. Wir haben sieben Leute. Ich muss mal die Einwanderung stoppen. Sonst haben wir bald ein Problem. Zwei Bergarbeiter. So, zwei Bergarbeiter. Schon mal eingewiesen. Was möchtest du denn schon wieder? Fünf Brot haben wir nicht. Geh weg. Geh weg. Ah, okay, wie gesagt, die reißen wir hier eh wieder ab. Na, die sind ja momentan Schandfleck. Aber wir wollen ja noch das jetzt hier machen. Erstmal hier leer haben.
Ja, jetzt werden unsere Weizenfarmen endlich mal gebaut. Das ist schon mal gut. Ich lasse momentan volle Pulle produzieren, also auf maximal Geschwindigkeit. Was ist hier eigentlich los? Komm, mach mal den Rest weg hier. Damit der Rest hier weggehackt wird. Vielleicht sollten wir hier schon mal einen Forstbetrieb hinbauen. Für später. Wir brauchen ja schließlich, so blöd es ist, aber auf jeden Fall einen Forstbetrieb hier noch. Damit wir hier immer genug Holz haben für die Köhlerei. Alter, braucht der ewig hier, ey. Komm jetzt. Gib mal Gas hier. Wir sind bald weg hier. Ah, den holt er auch noch. Ja, sehr gut. Wir brauchen die Fläche für den Ackerbau. Hört sich doof an, ist aber so. Ja, lassen wir dann vielleicht das abgrenzen. Warte mal kurz. Deko? Nee, nicht Deko. Vielleicht mit einem Holzzaun? Mal ganz kurz näher ran. Versuche jetzt einen Zaun zu ziehen. Mit der Hecke ist das leichter. Weil in die Länge ziehen kann ich den leider nicht. So, Eisenvorkommen gebaut. Sehr geil. Yes. Und hier wird jetzt geknüppelt. Hier wird jetzt... Oh, hier können wir schon mal auffüllen. Guck mal, hier. Volle Pulle. Eisen kommt. Sehr gut. Eisen kommt. Wunderbar. Wunderbar. So, wie weit seid ihr hier? Okay, alles klar. Dann können wir... Stopp. Keine Ressourcen vorhanden. Okay, pass auf, dann können wir dich jetzt mal entfernen. Dann haben wir noch mehr Leute. Dasselbe machen wir hier. Nehmen wir die weg, die Leute. Und reißen das Teil jetzt ein. Stattdessen geben wir dem jetzt mal ein Erntefeld. Bis daran. Gucken, was passiert. Dann werden die jetzt zu Bauern umfunktioniert. Was ist hier eigentlich los? Hier fehlt... Ach, hier fehlen Werkzeuge. Okay. Da fehlen Werkzeuge. Wie gesagt, hier wird jetzt produziert. Das ist sehr gut. Da habe ich auch gleich ein cooles Thumbnail. Sehr gut. So, euch kann ich, wie gesagt, jetzt Produktion anhalten. Hier soll ja was noch gebaut werden, beziehungsweise hier können wir Förster zuweisen. Wir haben ja genug Leute über. Warte kurz, dass wir dir hier ein Aufforstgebiet geben. Okay, machen wir das hier weg. Na? Das darfst du noch wegmachen. Das darfst du auch noch wegmachen. Der bleibt weg. Der bleibt jetzt weg. Müssen wir ein bisschen aufräumen. Oh, das ist okay.
Da müssen wir dann ran. Das können wir auch mal wegmachen. Brauchen wir auch nicht mehr. Ja, das kann noch passieren. Hier nehmen wir nochmal weg. Und Aufforstung machen wir hier so ran. So, da kannst du von mir aus auch abbauen. Aber hier nehmen wir das weg. Ja, da brauchst du nämlich nichts machen. Aber da. So, okay. Dann mal los. Holt euch das da noch. Die restlichen. Hier wird jetzt endlich Weizen angebaut. So, hier weisen wir auch Bauern zu. Da können wir auch mal das Weizenfeld zuweisen. Oh, ruhig ein bisschen. Gehen da mal mit ran. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen mehr machen. Dass wir hier mit an den Zaun rangehen. So. Keine Ressourcen vorhanden. Wo bin denn? Wer hat keine Ressourcen? Moment. Ja, okay, das ist klar jetzt. So, in Ordnung, ihr pausiert. Und hier ist auch Stress, oder was? Holzfäller? Ah, okay, ja, verstehe. Die haben auch keine Ressourcen. Dich nehmen wir auch mal weg. Dich brauchen wir da auch nicht mehr. Oder kriegen wir das hier weg? Nee, kriegen wir nicht weg. Warte. Genau, dafür habt ihr ja das Gebiet hier. Da dürft ihr ja euch ja austoben. Auf geht's. So, hier läuft es. Hier kommt dann auch Zeugs ran. Sehr gut, dann können wir die jetzt hier wegnehmen. Okay, perfekt. So, müssen wir noch was einzeichnen? Nee, passt schon. Haben wir schon mal zwei. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob wir hier eventuell... Oh, guck mal, das ist auch fertig. Hier auch. Oder lassen wir das als Wohngebiet? Na komm, lassen wir es als Wohngebiet. Kaufen wir uns das Gebiet dann als nächstes. Wir werden noch mehr brauchen. Jetzt bauen wir noch mal Folgendes. Ich brauche noch mal ein Lager. Auf jeden Fall. Noch mal einen Speicher. Können wir ja vielleicht hier hin bauen. Na, da haben wir noch genug Leute. Wobei ich jetzt wieder aktivieren könnte. Dass sie wieder einwandern dürfen. Jetzt bauen wir das Lager hier hin. Dann werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal befördern, sobald wir Brot haben. Ne? Sobald wir Brot haben, werden wir befördern. Dann baue ich jetzt mal eine Windmühle. Vielleicht gleich mal daneben. Der macht aus einem Mehl drei... stellt ein Mehl aus drei Weizen. Und was brauchen wir für die Bäckerei? Stellt vier Brot aus einem Mehl und ein Wasser her. Okay. Okay, warte mal, dann machen wir es anders. Dann machen wir mal Wohngebiet hier weg. So, Wohngebiet hier weg. Von mir aus da können sie von mir aus noch wohnen, das ist mir wurscht. Von mir aus können sie auch ein bisschen in die Richtung noch. Wie gesagt, wir müssen ein neues Wohngebiet, wir brauchen einen neuen Platz. So, und einen Bäcker brauchen wir auch. Gott sei Dank stellt die Bäckerei ja nichts Böses her. Also hat keinen negativen Einfluss. Aber eventuell reicht's nicht.
Du auch? Eventuell reicht es nicht aus, dass wir noch mehr holen müssen. Was ist mit euch hier eigentlich los? Fünfzig. Also hier haben sie noch gar nicht angefangen, habe ich das Gefühl. Der Speicher muss auf hohe Produktion, auf Prio gehen. Rohmaterialien fehlen, ja, ist klar. Obwohl, eigentlich kann er da abhacken. Lagerplatz ist voll. Laufende Konstruktion. Lagerplatz ist voll. Ja, okay. Verstehe. Mhm. Wird ja auch gerade nicht verarbeitet zur Köhlerei. So, komm. Was ist mit euch hier? Warum macht der nicht? Ich habe hier noch kein Feld gesehen. Ruhephase. Status der Farm Ruhephase. Warum? Weil er das wegtragt oder was? Wahrscheinlich, weil er kein Lager hat, ne? Ja, so wird's sein. Okay, pass auf. Ach, was willst du denn schon wieder? 30 Beeren. Kein Problem. Komm, werd fertig hier. Wir brauchen das, den Speicher. Damit hier was passiert. So, perfekt. So, warte. Also, hier kommt Brot rein. Nee, Blödsinn. Weizen. Weizen. Mehl. Und dann das Brot. Du holst dir das davon? Okay, passt. Du wirst dann dahin gebracht? Passt. Sollte klappen. Da brauche ich auch noch einen Brunnen. Die Bäckerei braucht ja immer noch einen Brunnen. Geben wir ihr doch noch einen Brunnen. Und dann sollte das laufen. Theoretisch. Ich hoffe, dass die jetzt endlich mal was machen hier. Aussaat. Ah, endlich machen sie mal was. Wobei ich das noch nicht sehe. Da kommen sie. Ein Bewohner, jawohl, jetzt kommt, jetzt passiert endlich was. Und dann wird das hier eingelagert und dann passt das auch. Weizen, Weizen, ja, schon 50 Weizen hier drin, ne? Die Windmühlen müssen gebaut werden. Dann haben wir Brot, mit Brot werden sie noch zufriedener und. Und dann können wir bald die ersten Beförderungen angehen, dass wir endlich unsere eigenen Werkzeuge ranholen. Genau, das passt. Das ist in Ordnung. Hier wird die Bäckerei gebaut. Die Windmühle. Sehr gut. Ach, die machen nur bis dahin. Das ist ja interessant. Dann kann ich ja noch einen hier hinsetzen. Obwohl, er macht noch weiter. Mal ganz kurz gucken, wie weit er hier macht. Ich will ihn ja keinen Platz wegnehmen. Okay, die machen doch bis Maximum, in Ordnung. Dann lassen wir es. Erst einmal. Ah, hier ist ja nur so viel Platz, ne? Hier noch was hin? Wenn wir das abzäunen? Könnte man ja nochmal machen. Nochmal zusätzlich, dann können die da hin. Dann haben wir genug Weizen. Werden wir hier auch noch bauen. Pass auf, wir machen mal Folgendes. Dann werden wir das hier auch nochmal abtrennen. Mach das aber mit einer Hecke.
Hä? Na? Okay, warte mal. Ach, verdammt. Oh, ist das in Ordnung? Lass die Hecke da mal sein. So, Beförderung ist verfügbar. Den schicken wir mal los. Das, oh, schöne Felder. Ah, schön. Schön, sehr gut. Wie sieht es hier aus? Den Müller noch zuweisen. Wir haben ja genug Leute. Noch einen Arbeitslosen. Brunnen ist gebaut. Perfekto. So, jetzt müsste das noch laufen. Der Müller. Jawohl, da dreht sie sich. Schön, die erste Windmühle. Hier kommt dann noch mehr Weizen. Warte mal kurz. Ja, ist voll fruchtbar. Gut, der Strand ist fruchtbar. In Ordnung. Schwein gehabt, ich dachte jetzt irgendwie... So, sehr gut. Sehr gut. Sobald das erste Brot verkauft ist, geht's ja nochmal ab. Ja gut, so wie gesagt, hier noch die Bäckerei. Wobei eine Bäckerei wahrscheinlich dann nicht reichen wird. Das müssen wir dann aber mal sehen. Sehr gut. Ja, beim nächsten Mal werden wir dann befördern. Aber wie das dann weitergeht, liebe Leute, das seht ihr im nächsten spannenden Part. Ich bedanke mich so lange fürs Zusehen. Hinterlasst auf jeden Fall ein Däumchen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.